Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video würde ich dir gerne ein Team zeigen, mit dem ich im Verlauf des gestrigen Tages den Veteranenrang erreicht habe. Und zwar diese schöne Kombination hier. Gyarados, Knackrag und Togekiss. Fand ich ganz cool, dieses Team. Ich bin aktuell gerade, oder es ist gerade unmittelbar nach der Battle Night. Ich habe mich in diesem Zeitraum zu einer Entscheidung gezwungen. Worum es da geht, werde ich euch natürlich gleich gerne noch erzählen. Aber bevor wir dazu kommen, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie eure Battle Night war. Wie viele Punkte habt ihr gemacht, wie viel Sternenstock habt ihr gemacht? Das Ganze drumherum würde mich natürlich interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und wir gehen erstmal ins Intro. Let's go! So. Schwierig. Ich habe echt lange überlegt, ob ich das so machen soll. Ich war erst um 10 Uhr zu Hause, hatte so ab circa 10:30 Zeit zu zocken und dann habe ich mich für etwas entschieden. Und zwar habe ich jeden Kampf aufgegeben, den ich gemacht habe und bin aktuell bei 1700 Punkten. Ja, von 2550. Okay, wir haben hier interessante Gegner. Oh je. Na gut, ja, habe ich halt wie gesagt jeden Kampf aufgegeben, bin komplett runtergedroppt. Und ich wollte einfach nur den Sternstopp haben, ich bin ehrlich mit euch. Ich hatte 1,5 Stunden Zeit für so ein geiles Event. Wir waren unterwegs, wir waren im Garten, wir saßen mit der Familie zusammen. Ich habe nicht im Entferntesten daran gedacht, Pokémon zu zocken. Da war mir die Zeit mit der Familie viel zu wichtig. Und ja, da stehe ich nun. Mit minus 800 Punkten um den Dreh. Zu viel, ja, was soll ich sagen? Zu viel Punkte verloren. Aber es ist überhaupt kein Thema. Die werde ich mir jetzt im Laufe der Superliga eigentlich wiederholen. Also ich mache mir da gar keinen Stress. Ich freue mich extrem, dass die Superliga heute Abend wieder startet. Ich werde da extrem reinhasseln. Die Punkte werde ich schnell wiederholen. Ich verspreche das euch. Kein Thema, macht euch da keinen Kopf. Und ja. Ich habe jetzt, glaube ich, roundabout 500.000, 600.000 an Sternstaub gut gemacht. Ich habe Meteoros schon ein bisschen gepusht, weil ich da schon wieder ein bisschen was hatte. Und ja. So, im Groben und Ganzen bin ich relativ zufrieden mit diesem Event. Ja, klar, hätte besser sein können. Ich hätte eventuell hätte das nicht sein müssen mit den runterfallen lassen, aber come on, der Sternstopp war zu verlockend. Das war zu heftig. Von daher wollte ich mir das auch nicht entgehen lassen. Und ja, ich bin ehrlich, ich war wirklich lange am Überlegen, machst du das? Oder machst du das jetzt nicht? Willst du dich fallen lassen? Willst du den Sternenstaub? Willst du die Punkte? Wofür entscheidest du dich? Erstmal ein netter Play hier auf jeden Fall. Schöner Snipe nochmal nach drüben. Und in der Regel hat der Gegner hier nur Attacken, die nicht effektiv sind. Von daher, gib mal her da. Gib mal her da. Was willst du machen? Was hast du? Was willst du? Was kannst du? Ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass da viel ist, womit ich rechnen muss, was mir irgendwie schmerzhaft macht. Was mir schmerzen könnte, von daher alles cool. Ja, okay. Ich glaube, ich bin jetzt in einem Punktebereich, wo die Gegner nicht allzu viele XL-Pokémon haben. Könnte ich mir auf jeden Fall so vorstellen, dass das der Fall ist. Und ja, tut mir jetzt leid, dass ich, ja, hier sehen wir die Punkte. Jesus, okay. Tut mir jetzt leid, dass ich die Gegner abfrühstücke. Aber, was soll ich machen? Ich bin jetzt aktuell in der Situation und von daher werden wir das wohl ausbügeln. Holen uns hier Punkte und das ist, ich weiß gar nicht, ob das komplett gepusht ist, ich glaube nicht. Stört mich aber an der Stelle gar nicht. Er geht auch direkt auf die Drachenklaue, an sich überhaupt kein Thema. Die macht jetzt nicht sonderlich viel. Ich komme noch auf den Knirscher auf jeden Fall, also ja, von daher habe ich nichts zu befürchten. Der Gegner wird mich wahrscheinlich runterfarmen können, aber danach habe ich auch kein Thema. Einfach ein Togekiss gehen und gut ist. Also alles cool. Ja, wie ich das vor dem Intro schon angesprochen habe, sogar ein Schild, okay. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, was ihr so an Sternenstaub und an Punkte geholt habt. Das habe ich echt Interesse dran. Gibt es welche von euch, die das so ähnlich gemacht haben wie ich, denen der Sternenstaub da zu wichtig war? Und ja, wie gesagt, ey, wir haben noch so viele Tage. Draco, okay, ich habe mir gar keinen Stress gemacht. Das war mir überhaupt nicht wichtig, da die paar Punkte zu verlieren. Denn ich denke, dass ich die wieder rauskriege. Das habe ich, da habe ich überhaupt kein Problem mit. So, okay, du kommst hier mit
Ja, Dragoran, das Teil und dann hast du wahrscheinlich noch ein eigenes Togekiss, ne? Ich glaube, dass ich das noch verliere gegen dich, wenn du noch tatsächlich ein eigenes hast. Dann hätte ich vielleicht irgendwas mal schilden müssen. Du setzt hier sogar noch ein. Dann werde ich hier mal schilden. Ich bin mal gespannt, was du noch hinten hast. Eventuell Melmetall, wenn ich das so aus der Situation hier lese. Ah, das Ding. Okay. Okay, von den Wendkampfpunkten ist das jetzt nicht das Stärkste. Aber was erwartet man auch in so einem Punktebereich? Soll jetzt kein, ich möchte das jetzt nicht schlecht reden, wenn einer von euch in diesem Punktebereich ist. Aber das ist so ein Punktebereich, wo Fehler noch, wo die verziehen werden. Ich werde das hier trotzdem, glaube ich, nicht gewinnen, davon mal ab. Aber hier werden Fehler verziehen. Also es ist jetzt nicht tragisch, wenn man hier nicht die stärksten Pokémon oder alle gepusht hat. Das ist gar kein Thema, guckt euch das an. Der Gegner gewinnt gegen mich und ich habe ein volles XL-Team. Liegt halt manchmal an der Teamkonstellation. Da machst du halt nichts, ne? Da machst du halt nichts. Ja, gewinnt er. Hat halt die besseren Pokémon gegen meine. Hat die besseren Antworten gegen mich am Start gehabt. Und da ist es gerade auch nicht so wichtig, wenn er Pokémon hat, die bisschen underlevelt sind. Also gar kein Thema. Sobald er die Pokémon besser in einem Matchup reinkriegt, als ich, ist das auch gar kein Thema. Ich sehe das Ganze echt ziemlich locker. Ich habe überhaupt kein Problem, gerade aktuell in diesem Punktebereich zu sein. Ich meine, man kommt ja nicht ohne Umwege auf den Veteranenrang. Von daher alles cool. Meistergriff. Okay, du hast Steinkante. Die könnte mir eventuell ziemlich dolle wehtun. Was machst du? Eins, zwei, drei. Sollen wir überhaupt mitzählen oder spielen wir hier einfach intuitiv? Wir setzen jetzt ein, forcen eventuell ein Schild oder kriegen Chip Damage. Wenn er schildet, werde ich wahrscheinlich nicht schilden, oder? Jetzt werde ich schilden, ich will das Matchup nämlich haben. Ich hole nicht mal zur Attacke aus, das ist ärgerlich. Hat er das doch gut getimt, ja? Alles easy. Steinkante, Steinkante, perfekt. Runterfarmen ist hier das Motto und dann passt das. So, ich bin kurz vorm Naschschweif, was holst du rein? Okay. Dein eigenes und zwar mit Feuerodem. Feuerodem ist in diesem Matchup besser. Definitiv neutrale Attacke, die gut reinböllert. Da bin ich mit meinem nicht effektiven Move ein bisschen schlechter dran. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn das hier nur Naschschweif ist, ich ebenfalls noch einen erreichen könnte. Für den extra Chip Damage. Oder komme ich sogar noch auf den Knirscher? Ja, Knirscher ist auch drin, perfekt. So, Schild oder? Das nächste Pokémon geht drauf von dir. Wofür entscheidet der Gegner sich? Ich bin mal gespannt. In der Regel sollte er hier echt schilden, ne? Perfekt. Das heißt, den Rest werde ich mit Togekiss ganz entspannt erledigen. So, jetzt kann ich dich hier runterfarmen und ja, was soll ich befürchten? Naschschweif? Aua. Habe ich Angst vor. Da hat ein Tor. Okay. Na denn, dann machen wir das so. Dann machen wir das halt so. Was ist das letzte Pokémon, was du hier noch hast für mich? Ja, dann gehen wir direkt raus. Heatran. Ui. Ui. Ja, dann kann ich dich auf was runterfarmen, ne? Ach, come on. Geh doch bitte auf links oben. Soll ich dich jetzt hier echt runterfarmen oder zwei Ladeattacken einsetzen? Wenn du für dich entscheidest, dass der Kampf vorbei ist, klick doch oben. Klick einfach links oben. Du sparst mir Zeit, du sparst dir Zeit. Wir sparen den Leuten, die mir gerade zuschauen, Zeit. Ist eigentlich so an sich eine Win-Win-Situation. Und ich weiß nicht, ob man gerade meine Schulter knacken gehört hat. Wäre natürlich cool, wenn man es gehört hat, weil wäre ziemlich doof, wenn ich das anspreche und man das nicht hört. Hätte ich mir das, die Ansprache dieser Situation quasi eigentlich sparen können. So, ich habe mega Bock auf die Meisterliga. Ja, moin Meister. Ich habe mega Bock auf die Superliga. Superliga ist immer noch meine Lieblingsliga. Ich kann da am besten punkten. Ich kenne mich da am besten mit den Matchups aus. Also jetzt nicht von den ganzen PvP-Spielern, sondern von den Ligen her, wo ich aktuell aktiv bin, kenne ich mich da am besten aus. Ich habe da meine gewisse Teams, ich kenne da meine Matchups. Da habe ich schon ziemlich Bock drauf. So, was kommt rein? Oh, ja, moin Meister SA, es tut mir leid. So, come on.
Du darfst, wenn du willst, das Game verlassen. Ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwas zu befürchten habe. So, ich bin jetzt komplett aufgeladen. Ich komme auf jeden Fall zum Flammenwurf. Ich überlebe eine Attacke. Es ist schon fast wie Cheaten gerade hier, ne? So, wenn ich jetzt hier gegen Pokémon kämpfe, die einfach übelst unterlevelt sind. Jetzt sind wir mal ehrlich, das ist schon wie Cheaten. Von daher, ja, weiß ich nicht, wie ich das nachher ausspielen soll. Ich glaube, er geht... Ich hätte auch schilden können, der nächste Charm hätte ihn wahrscheinlich rausgenommen. Ich überlebe das sogar noch tatsächlich. Ja moin, was hast du denn noch? Was ist denn das letzte Pokémon? Ah, das Kleier, das passt. Ich gehe einfach gleich in Knackrack und die Sache hat sich. Was ist denn hier mein Play? Soll ich aus dieser Geschichte hier ein Doppelset machen? Oder ich habe zwei Schilde. Oder soll ich anstatt ein Doppelset mir die ganzen anderen Kämpfe hier für die Superliga aufbewahren? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass ich hier auch in dem aktuellen Punktebereich mit der Meisterliga punkten kann. Und das Video-Event, ja, ich weiß nicht, ob das Video interessant ist. Come on, ich habe so viele Punkte verloren und spiele gegen meinen overpowerten Pokémon gegen Trainer, deren Pokémon nicht mal Level 40 sind oder nicht mal in Richtung Level 50 gehen. Formulieren wir das mal so. Aber das Gleiche könnte ich ja dann auch in der Superliga behaupten. Aber ich glaube, wir machen heute einfach mal ein Doppelset. Ja, wenn ihr das nicht sehen wollt in dem aktuellen Punktebereich, dann tut es mir ziemlich leid. Aber ich weiß nicht, wie war das denn bei euch? Ich habe den Sternenstaub gesehen, den man für eine Niederlage gekriegt hat. Ja, und der war einfach zu krass. Da bin ich jedes Mal nach links oben. Oh, er hat ein besseres Matchup gegen mich. Tatsächlich sogar. Aber ich möchte nicht rauswechseln. Also bleiben wir hier erstmal drin. Er hat die Attacke zuerst, aber das sollte eigentlich nur ein Nassschweif sein, oder? Hast du einen Knirscher früher als ich? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Ja, hast du tatsächlich. Tatsächlich. Soll mich tatsächlich... Ja, ich wollte schon wieder tatsächlich sagen. Soll mich aber an der Stelle gar nicht stören. Ich werde jetzt ordentlich Chip, der mich draufkriegen und danach gehe ich einfach in Togekiss. Und ich ziehe so ein Schild ja optimal. Da möchte jemand unbedingt die Führung haben. Wenn er zu greedy wird und zu gierig ist, schaffe ich sogar noch einen. Ja, perfekt. Bitte geh auf den Nassschweif. Tu mir den Gefallen und setz einen Nassschweif ein. Der würde sich auf jeden Fall mehr lohnen. Du hättest Energie sparen können, es sei denn, du hast nur eine Attacke. Dann freut es mich hier noch mehr. Dann hast du ja gar nichts gegen mich. Das heißt, ich lade mich jetzt hier komplett auf. Und ein Togekiss mit Energievorteil hat gegen die meisten Pokémon Play. Ich werde damit auch sogar sehr, sehr guten... Ja, du hast tatsächlich nur eine Attacke. Ich würde damit auch sehr, sehr gut gegen Melmetal klarkommen. So. Okay, das eventuell nicht. Alles klar, aber wenn du hier drin bleibst, dann weiß ich nicht, was dein Plan ist. So, okay. Das Doofe an der Situation hier ist, ich muss schilden. Denn ich habe keine Lust, mit Togekiss dagegen zu kämpfen. Ich habe jetzt die Befürchtung, dass du rausgehst. Oh, okay. Das wiederum bedeutet, wir gehen hier straight auf den Wutanfall. Der sollte in der Regel dich schon fast one-shotten. Es sei denn, du schildest den natürlich, aber ich habe einen Energievorteil. Und das war's. So, okay. Jetzt kommt das Ding wieder rein und ich werde wohl zweimal Erdkräfte haben, bevor du zwei Sternhiebe hast. Also alles cool. Durch meinen Energievorteil, weil ich gerade nichts eingesetzt habe, sieht das hier ziemlich nice aus. Und das war's, okay. Moin, Meister. Nice, nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Das nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Ich hätte jetzt eigentlich auch noch ein Sternstück aktiv haben können. Warum habe ich das mit dem letzten Set denn nicht so getimed, dass das jetzt auch noch funktioniert? Dann komm, Ladethirm. Ja, nice. Dann hätte ich jetzt in Kombination mit dem Set von vorhin und jetzt den Klamotten ordentlich nochmal was dazu kriegen können. Ich war vorhin bei 600 noch was, dann bin ich durch Metagross wieder runtergerutscht auf 400 noch was, 400 noch was, 1000, so 460, 470.000 glaube ich um den Dreh. Und jetzt bin ich glaube ich bei kurz vor den 900k wieder. Also da ist schon gut was gewesen, was ich mir an Sternstaub geholt habe. Das wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ja, genau, kurz vor den 900k. Hey, es geht ja richtig schnell nach oben hier wieder. Aber richtig schnell.
Und ich über ja doch, ich überlege tatsächlich aktuell noch in dieser Liga hier zu bleiben, meine Sets für heute vielleicht noch hier zu spielen. Dann würde ich mir ein Set für 22 Uhr lassen. Dann würde ich das direkt aufnehmen, damit ich das Dienstag hochladen kann, um jetzt das Maximum an Sternstaub rauszuholen. Denn in der Superliga gibt es ja nur noch den, gibt es ja nicht mal den doppelten Sternstaub. So, ich habe nicht mitgezählt. Aber ich sollte den Naschschweif haben, bevor du deinen Steinhagel hast, glaube ich. Um einen Zug eventuell oder zwei Züge. So, jetzt gucke ich mal, wofür du dich entscheidest. Okay, ich farm dich runter. Ist mir egal, wofür du dich entscheidest. Du kannst auch ködern, du schaffst, glaube ich, nicht. Jetzt schaffst du erst recht keiner Dings. Kein Kreuzibum, kein Steinhagel. Das heißt, ich werde heute noch drei weitere Sets zocken. Zwei weitere. Also das von gerade, dieses hier und dann noch zwei. Oh, hier will ich dich eigentlich auch sehen. Ist an sich erstmal nicht schlecht. Ich sollte nicht rausgehen. Und ja, dann hole ich mir nochmal das Maximum an Sternstaub raus. Werde mir dann alles holen, was geht. Dann habe ich noch ein Set über. Ja, und das werde ich dann um 22 Uhr zocken. Einfach nur, damit ich ein Set für den Dienstag ready habe direkt. Sobald die Superliga online ist, würde ich gerne wieder, wie gewohnt, von der neuen Liga direkt ein Video hochladen am nächsten Tag. Also das ist so mein Plan. Wenn man sich das anguckt, der Gegner hat einfach so um die 500 Wettkampfpunkte weniger als mein eigenes Togekiss. Ich schaffe sogar mit Gyarados noch eine Attacke. Es tut mir leid. Es tut mir leid für die Gegner, ey. So, das war's. Hat komplett gefarmt. Der Arme. So, jetzt drücken wir die hier gleich einmal Erdkräfte und das war's an sich. Ich hätte jetzt auch in Togekiss gehen können, aber ich habe vermutet, ich habe es bei Gyarados nicht, ich habe nicht drauf geachtet, aber ich habe mit Steinkante gerechnet. Nicht Steinkante. Mit, wie heißt denn die Attacke? Mit Katapult gerechnet. Und ich hätte keine Lust, die ganze Zeit noch Schaden auf Togekiss zu kriegen. Und dann hätte sich das vielleicht noch gezogen, hier und da und bla. Und ja, so ist halt der schnellere Kampf gewesen. Komm schon. Lass mich jetzt hier nicht allzu lange warten. Wir haben aktuell 20 vor 1. Ich muss gleich noch die Bilder für das Layout rechts außen bearbeiten. Ja, links ist fertig. Ich muss das Video noch komplett schneiden und bearbeiten, Musik reinpacken, Soundeffekte eventuell. Und hier war fast ein Hunderter. Und ja, das sind so die Sachen, die mir gleich noch bevorstehen, die ich dann noch alle machen muss, bevor wir den nächsten Tag quasi um 10 Uhr haben, beziehungsweise jetzt ist ja der gleiche Tag. Bevor wir halt nachher 10 Uhr haben, würde ich gerne fertig sein, damit ihr wie gewohnt ein Video sehen könnt. Und ich glaube, dass das nur ein Kreuzhieb sein sollte. Und wenn nicht, ist das für mich eigentlich kein Thema. Okay, ist sogar ein Steinhagel. Du schaffst aber nicht noch einen. Du könntest mich gleich sogar mit einem. Okay. Ich bin im Schildvorteil. Ich brauche hier nichts schilden. Und hier? Das passt doch an sich, ne? Damit ihr wie gewohnt wie jeden Tag quasi ein Video von mir kriegt um 10 Uhr. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob die Uhrzeit eigentlich cool ist für euch. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich eventuell mehr Aufrufe kriegen könnte oder neue Leute auf meinen Kanal kriegen könnte, wenn ich die Zeit ein bisschen nach hinten packe. Weil jetzt sind wir mal ehrlich. Welcher Berufstätige oder Schüler oder sonst was hat denn um 10 Uhr regelmäßig Zeit, sich ein Video anzugucken? Von daher glaube ich schon, dass das hätte, dass ich das vom Timing her besser planen könnte. Aber mir gefällt das, ich lade eigentlich schon, ja, seitdem ich mein erstes Video mache, das glaube ich immer so um 9 oder 10 Uhr hoch um den Dreh. Und das war ein dicker Fehler vom Gegner. Ja, come on. Ich glaube, ich muss die Fehler vom Gegner hier nicht aufzählen. Wir sind jetzt noch nicht in so einem Punktebereich, wo die relevant sind, aber für den einen oder anderen, für euch kann ich das gerne mal machen. Der Gegner hätte hier mich easy peasy runterfarmen können, aber ich habe immer noch zwei Schilde. Er hat noch ein Pokémon, ich habe ein volles Pokémon. Das heißt, ich habe einen Knackrack mit zwei Schilden gegen seinen Macho und ja, das war's eigentlich. Macht er nicht mehr viel. Er versucht es trotzdem. Naja, brauchen wir nicht schilden. Er hat jetzt aktuell nichts, das mich, glaube ich, besiegen sollte. Ein Gegenstoß wird er auch noch nicht über die haben. Kreuzhieb macht nicht allzu viel. Und das wird jetzt hier ein Two-Shield-Flex, der mir eigentlich leid tut. Aber für so einen Kreuzhieb hatte ich jetzt auch keine Lust, ein Schild einzusetzen. Also machen wir das Ganze so. Ich bin mal gespannt, wie viele Tage das dauert, bis ich wieder bei 2500 oder eventuell auch ein bisschen höher bin.
Denn ich denke, dass ich in der Superliga wieder richtig punkten kann. Und jetzt die Superliga werde ich auf jeden Fall nutzen, damit ich von den Punkten ordentlich aufstellen kann. Expert ist da auf jeden Fall mein Ziel, wenn nicht sogar noch höher. Ich muss gucken, wie ich das zeitlich jetzt hinkriege, weil ich auch, wie man aktuell unten sieht, ein paar Punkte aufzuholen habe. Wie das kommt, fragt mich nicht. Ich weiß es nicht. Oh, Melmetal. Endlich mal eine richtig miese Führung. Bleiben wir aber drin. Ist sogar fast, ja, ist gut gepusht, das Teil. Oder? Du gehst straight up auf den Steinhagel. Interessanter Play. Lassen wir durch. Okay. Ja, okay. Ich habe gar nichts gesagt. Und gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Interessant. Eventuell nur eine Attacke oder da ist sich einer der Typeneffekte nicht bewusst. Und ich kriege ein Schild. Ja. Okay, passt. Überhaupt kein Problem für mich. Nehmen wir auf jeden Fall hin. Da trifft er die richtige Attacke sehr schön. Weil er sich vorher abgeschwächt, da kann er mich nicht runterfahren. Ich schaffe hier nochmal einen Nassschweif. Dieser sollte auf jeden Fall mehr Schaden machen, da er sich selber vorhin abgeschwächt hat. Und ja, noch ein Schild oder? Okay, gut, Damage drauf. Perfekt. So, und er gewinnt das. Ich brauche, glaube ich, nur einen Lebensschuss. So, was meint ihr? Geht das straight auf den Steinhagel? Weil er denkt, hier kommt irgendwas, das dagegen anfällig ist, oder kommt da doch der Kraftkoloss? Doch, der Kraftkoloss. Okay. Das heißt, ich kriege hier zwei Attacken. Wenn jetzt ein Togekiss kommt, muss ich rübergehen. Und wenn ich Pech habe, kann ich das dann noch verlieren. Ja, wenn er doppelt... Er hat eine Fee am Start. Flinara, nice Ding. Ja, ist das geil. Das ist ziemlich cool, hat er. Er spielt bestimmt mit Doppelcharm. Ich verliere das, weil er Doppelcharm hat, ne? Aber der Gegner braucht Ewigkeiten, bis er auflädt. Bis er die Attacken hat. Von daher ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn ich hier einfach mal drin bleibe. So, ich ziehe ein Schild. So ist es. Oh, okay. Der war wichtig. Also nicht, dass ich jetzt ohne den nicht gewinnen würde, aber ich glaube, dass er Doppelcharm spielt. Von daher war das schon wichtig. Wenn das andere Pokémon Togekiss ist, war das definitiv wichtig. Weil da würde ich auch mit Erdkräfte nichts mehr machen können und mit Wutanfall auch nicht. Okay. Ja, das hätte ich dann doch noch regeln können. Okay, dann wäre das kein Thema gewesen. Wir farmen einfach unter, ne, komplett. Ich werde jetzt hier nichts mehr einsetzen und ja, einfach ein bisschen Zeit sparen. Und ich denke, dass ich das Ding trotzdem gewonnen hätte, auch wenn ich hier keinen Boost gekriegt hätte. Wir wären dann wahrscheinlich zeitgleich draufgegangen. Dann hätte ich meinen Knackrad gegen dich gehabt. Ich habe einen Energievorteil gehabt. Ja, du hättest guten Schaden gedrückt. In Kombination dann mit Sandgrab und Drachenrote hier und da und tralala. Aber ich glaube, durch den Energievorteil, den ich mir bei Melmetal geholt habe, mit zwei oder drei Sofortattacken, hätte ich das, glaube ich, noch regeln können. Ich meine, ich bin jetzt nicht böse darüber, dass es so funktioniert hat, wie es gerade geklappt hat. Aber okay, ich glaube, in diesem Meter ist Macho Meter, ne? In diesem Punktebereich ist Macho, glaube ich, vorne Meter, wenn ich mir das so angucke. So, jetzt holen wir uns ein bisschen Energie und gehen dann selbstverständlich raus. Weil der Gegner sollte... Das ist eine Drachenklaue. Das ist eine Drachenklaue und der Gegner sollte eigentlich nicht so viel haben, was er mir hier entgegensetzen kann. Und ja, Togekiss ist gut gegen dich. Togekiss ist gut gegen deinen muskulösen Freund, der gerade rausgewechselt ist. Bitte setz nicht nochmal ein. Ach, das spart uns doch mal Zeit. Hör doch einfach auf. Aber es spielt keine Rolle. Ich habe dann immer noch mein Gyarados gegen das Macho und mein Knackrad gegen whatever. Und ich bin mal gespannt, womit du jetzt reinkommst, was du hast. Das Einzige... Okay, einen eigenen Charmer. Oh, das ist sogar ziemlich gut, dass er hier am Start ist. Das wiederum bedeutet, wir können jetzt hier ganz entspannt mal einsetzen. Hab einen guten Energievorteil, wir haben beide noch zwei Schilde und ja, ich glaube, dass das hinhaut. So, nochmal ein Booster, oh, schade. Oh, ich krieg nie den Boost, das ist ja so unfair. Bla bla bla. Kann mich eigentlich runterfarmen. Aber dann verschätzt er sich doch ein wenig. Zieh ich einen zweiten Schild? Könnte natürlich klappen, ne? Zweiter Schild wäre schmackhaft. Er müsste eigentlich schilden. Komm, gehen wir einfach rüber. Snipen einmal, perfekt. So, das wiederum bedeutet, die Attacke sollte hier ausreichen. Dann habe ich immer noch mein Gyarados gegen dich. Ich habe noch mein Togekiss, das auf jeden Fall zwei Charm rauskriegen sollte. Und dein Macho ist dann auch Geschichte. GG. Schön, dass du weißt, dass es zu Ende ist. Ohne, dass wir das Ding jetzt hier nochmal ausspielen müssen. Und ich glaube, dass ich tatsächlich
noch zwei weitere Sets hier spielen werde. Ich glaube, ich werde die aktuelle Situation ordentlich nutzen, zu meinem Vorteil. Ist ein bisschen eklig von mir, muss ich jetzt gerade zugeben. Aber ich hole mir jetzt hier den Stern... Okay, er hat sich auffallen lassen. Eventuell. Ich hole mir jetzt hier den Sternenstaub zurück. Oder ich hole mir generell Sternenstaub. Hole mir die Punkte zurück, die ich leider aus irgendeinem Grund versäumt habe. Und ja, komm, die Lawine überleben wir auf jeden Fall. Und ich könnte gegebenenfalls sogar runterfahren. So, mein Plan ist jetzt einfach, zwei Sets noch zu zocken. Mir ordentlich Sternenstaub zu holen. Einfach aus dem ganz einfachen Grund, weil ich hier den doppelten Sternenstaub kriege. Ziemlich schmackhaft, das werden wir auf jeden Fall durchziehen. Ja, Dienstag mache ich das Set dann, oder für Dienstag mache ich das Set fertig. Ich habe mir hier die Führung geholt, habe Energie auf meinem Pokémon, Kai kommt rein. Und ja, passt schon. Ich komme noch zum Knirscher, der Gegner kann mich runterfarmen, ziemlich eklig. Am schönsten wäre das, wenn der Gegner die Attacke durchlässt und hier nicht farmt. Und wenn er am Anfang schon einen Mammutel hat, hoffe ich eigentlich nur, dass das der härteste Konter gegen mein Knackrack ist. Das wiederum bedeutet, ich muss jetzt hier gleich einmal schilden, weil ich Angst hätte, dass er hier mit... Ja, ich habe Angst vor einem Donner. Wir schilden den ersten, come on. Sollten wir machen, können wir machen, werden wir machen. Ich sehe, das ist der Surfer, den nächsten schilden wir nicht. Und ja, und ich glaube, wenn der Gegner Melmetal hat, was ich mir bei der aktuellen Teamkonstellation, was ich hier so sehe, mir eigentlich doch ganz gut vorstellen kann, werde ich das hier auf jeden Fall noch gewinnen. Und ja, ich wollte sagen, der Gegner schafft nicht noch einen dritten. Alles klar, okay. Na gut, dann halt so, dann werden wir einmal schilden und hier komplett runterfahren. Ein Knackrad, das leider noch nicht genug XL-Bombos hat, um auf Level 50 zu spielen, schade. Aber ich glaube, du bist noch nicht mal richtig Level 40, es sei denn, du bist ein Level 40er, das wie heißt, kein 100er ist, oder? Oder kam der auf 4000? Nein, doch, du bist ein... Oder du hast den Boost drauf. Ich glaube, man kommt auf 3900 mit einem Knackrack. Auf Level 40. Oh, war's schon? Das war's? Na gut, nehmen wir das hier nochmal auf jeden Fall mit in diesem Punktebereich. Ja, es ist halt extrem wie Cheaten, ne? Wirklich, jetzt ist schon echt wie Cheaten. Oh je. Und ich glaube, dass ich auch, bevor ich in diesem Punktebereich angekommen bin, auch vorhin, auch ab vielleicht ab 2000 Punkten schon eventuell, einfach die Sets hätte spielen können, ohne noch weiter runter zu gehen. Aber hey, es ging so easy. Ich glaube, ich war in 7 Minuten immer durch den Kampf durch mit Ladezeiten hier und da. War viel zu verlockend. Wirklich, das war echt viel zu verlockend. Und jetzt haben wir hier in diesem Video, glaube ich, fast so 10.000, so geil. Haben um die 10.000, 10.000, weil ich den Sternenstaub gesehen habe. Ich glaube so roundabout 80, 90 Punkte, ne mehr. 150 vielleicht sogar in zwei Sets wieder geholt, ja. Kann man auf jeden Fall machen und ich würde sagen, für dieses Video war es das. Es hat mich gefreut, dass ihr am Start wart. Ich würde mich selbstverständlich über ein Like freuen. Habe euch schon oft genug angebettelt, dass ihr kommentiert, wie das bei euch lief. Und ja, dann würde ich sagen, für dieses Video war es das. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, haut rein und ciao.